Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Freistleben, Fachhochschule St. Pölten, Projekt Inverted Classroom. Bitte sich vorzustellen. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Judith Hüther von der Dualen Hochschule in Karlsruhe. Ich arbeite selbst im Education Support Center, unterstütze jetzt inzwischen, bin ich seit über einem Jahr hier, Lehrende bei allen Belangen in der Lehre, didaktischen Fragen, methodisch, medialen Dingen, sind wir im Education Support Center hier am Standort in Karlsruhe tätig. Die Duale Hochschule hat viele Standorte und seit 2014 verfolgen wir als ja im Kooperationsverbund auch eine E-Learning-Strategie, in dem Rahmen quasi verschiedene auch Anreizstrukturen und strategische Elemente ja, zur Geltung kommen, wo der hier vorgestellte Beitrag, das Projekt MOKIQ, Modul- und Kursübergreifende Qualitätssicherung im Kerncurriculum, letztlich von Professoren hier in der Wirtschaftsinformatik eine Reaktion, eine Ausschreibung, die dann entsprechend gewonnen hat, auf eine vom dualen Hochschulpräsidium ausgeschriebene ja, Wettbewerbsausschreibung war. Und ich in der Rolle als Education Support Center Mitarbeiterin die Kollegen aus der Wirtschaftsinformatik dann bei dieser Ausschreibung und bei der Durchführung unterstützt Ja. habe und entsprechend evaluiert. Ja. Wo kommt jetzt in dem Projekt so der Aspekt Inverted Flipped Classroom vor und wie? Ein wichtiger Bestandteil der E-Learning-Strategie an der dualen Hochschule ist eben, ich muss kurz gucken, wie es genau heißt, Ausbau der gemeinsamen Nutzung im Campusverband von Lehrmaterialien, von virtuellen Kursen, von Lizenzen, also der Synergieeffekte im State University System durch den gemeinsam genutzten digitale Medien. Und Ziel dieser Ausschreibung vom Präsidium war es dann ganz speziell wirklich Inverted Classroom-Szenarien zu entwickeln. Und wir haben jetzt dafür die Wirtschaftsinformatik im Kerncurriculum eben ein Szenario entwickelt, evaluiert, und es wird jetzt auch stetig weiterentwickelt und So ein ganz ein wichtiges Evaluierungsergebnis, das Ihnen jetzt so in Erinnerung ist, was ist Ihnen da aufgefallen beim Tun? das vor allem die Klassiker natürlich bei den Studierenden, der Workload, die Motivation online, aber da wir mehrere Dozierende auch befragt hatten und die parallel genau den gleichen Kurs, den sie gemeinsam konzipiert hatten, auch durchgeführt haben, auch wirklich die unterschiedliche Herangehensweise dann mit dem Just-in-Time-Material, nenne ich es mal, mit dem, was online passiert ist, wie das dann in der Präsenz aufgegriffen wurde und entsprechend wirklich auch dann in den Evaluationen unterschiedliche Ergebnisse hervorgerufen hat. Also ja, manch einer hat es wirklich mit Statistiken ganz wirklich alles aufgegriffen im Detail. Andere haben das ja ein bisschen flexibler gehandhabt. Entsprechend sind es auch Ergebnisse, weil wir haben die gleichen Fragen auch an die Dozierenden und die Studierenden gestellt. Gut, Sie werden bei der Entwicklungswerkstatt dabei sein, das heißt gemeinsam mit anderen hier werken. Auf das freuen wir uns schon sehr, auf diese spannende Begegnung. Insofern alles Gute bis zur Tagung und vielen Dank für die Zeit. Bitte da bleiben. Danke auch.